ihr denn da? Das ist Superman und das ist Batman. Und wer bist du, junger Mann? Harry Peter. Das hört sich für mich nicht nach einem Superhelden an. Vergessen Sie es. Warum sind alle so blöd und so gemein und so bescheuert? Jetzt bin ich erwachsen und streune ziellos durch die Straßen. So gut wie du glaubst, geht's mir gar nicht. Ich muss hier raus. Meine zweite Frau hat sich von mir scheiden lassen. Ich habe einen Job als beschissener Sachbearbeiter. Falls du auf romantische Geschichten stehst mit Superheld und Happy End und so, bist du hier im falschen Film. Anfang der 60er habe ich diesen scheuen, zurückhaltenden Typen aus Philadelphia kennengelernt. Das ist mein Kumpel Bob Crumb. Du solltest mal seine Comics sehen. Ich glaube, ich könnte auch Comics schreiben. Eine ganz neue Art Comics. Etwas, das noch nie da war. Wirklich gut. Kann ich's mitnehmen und zeichnen? Hast du das alles selbst erlebt? Ja. Yeah. Du hast also einen Comic-Helden aus dir gemacht. So ein normaler Alltag ist eine ziemlich komplizierte Sache. Was ist mit dem neuen American Splendor? Die sind alle verkauft. Warum ist alles in meinem Leben nur so kompliziert und katastrophal? Also ich finde, Sie und ich hätten uns viel zu geben. Ich weiß einfach nicht, was mich erwartet. Wenn ich sehe, wie Crumb sie zeichnet, mit all diesen stinkenden, wogenden Dunstwolken. Das sind Bewegungslinien. Ich bin eben sehr aktiv. Ehrlich, Joyce. Sind Sie Joyce? Hey, Harvey. Also ich sag's Ihnen am besten gleich. Ich habe mich sterilisieren lassen. Ich habe eine Allergie gegen Gemüse. Ich bin anämisch, glaube ich. Unter praktisch alle degenerativen Krankheiten. Sie sind eine schwerkranke Frau, was? Noch nicht, aber das kommt. Ich finde, wir ersparen uns die üblichen Rituale und heiraten. Direkt von den Straßen Clevelands. Harvey Pika. Du bist doch Harvey Pika. Du bist berühmt. Wirklich gut, Sohn. Sie sind die Verkörperung des amerikanischen Traums. Ich kam mir vor, als hätte ich alles verraten, was mir je wichtig war im Leben. Ich bin immer noch Sachbearbeiter und ich war immer Sachbearbeiter. Hast du ein paar Aspirin und ein Glas Wasser? Kopfweh oder was? Das will ich eben gerade vermeiden. Auch du, Harvey, musst versuchen, an etwas zu glauben, das größer ist als du. Dann ging es dir bestimmt besser. Warum? Sehe ich deprimiert aus?